Moin Moin und willkommen zurück zu der großen Quizshow im Pokémon-Universum. Ja, ewig lange Dinge. Sind Elektroattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Ja, natürlich, ich meine. Seht euch den Pokémon-Anime an. Ash hat mit seinem Pikachu sowohl ein Onix als auch ein Rhyhorn besiegt. Mit Donnershock. Ja. Ich bin kein Fan des Pokémon-Animes, nein. Definitiv. Holy shit, der hat einen Gengar. Okay, der hat einen Gengar. Gengar Level 41. Ach du Scheiße. Das überlebt sogar noch. Okay, alles klar. Gengar. Es ist Gengar. Und es hat Finsterforst. Ui. War gut, dass hier Geisterattacken noch alle physisch waren. Aber wow. Gengar. Suddenly Gengar. Das kam überraschend irgendwie. Okay. Was haben wir noch so auf Lager? Lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level. Geschlecht, E-Force, D-Force, etc. Wesen. Ach, scheiße, ich habe richtig geantwortet. Ja, mein Fehler. Och, komm schon. Oh, cool. Ich kann sogar trotzdem einfach noch kämpfen. Na gut. Wohin können die sich ja unterscheiden, ja. Geschlecht, E-Force, D-Force, Wesen, Fähigkeit. Fällt noch was ein? Ich glaube nicht. Shiny könnte es sein. Haben sie zumindest eine andere Farbe. Und ein Eevee. Ja, Flammrad. Ich bin ja doch ein bisschen nervös noch vor Pyro, weil ich jetzt auch nicht nachgeguckt habe, auf welchem Level der ist. Ich schätze mal mindestens Level 45. Und der hat, was hat der für Pokémon nochmal? Ich glaube, der hat Magma, Galoppa und... Hatte der auch einen Arcani? Oder Volmona? Ich weiß es nicht mehr. Eins von beiden bestimmt noch. Das wären gar nicht mal so schwache Pokémon. Wir haben den Rödiger besiegt. So, und das dürfte der letzte sein. Das Pokémon Quest. Ist TM 28 die Froschattacke? Naja. Ja, TM 28 ist Schaufler. Ja, natürlich. Diese Attacke gibt es. Die heißt genauso Froschattacke. Die kann eigentlich jedes Pokémon lernen. Und hat den gleichen Effekt wie. Wie Geophysur, nur dass sie immer trifft. Ja. Das wäre vielleicht dezent übertrieben. Eine Attacke, die immer trifft und One-Hit macht. Ja. Wobei es geht, halt mit der Kombination aus, wie ist die Attacke nochmal? Zielsuche? Nee, nicht. Wie ist das nochmal? Zielschuss, genau. Zielschuss und Eiseskälte oder Geophysur oder Guillotine oder wie auch immer die ganzen Kauattacken heißen. Das funktioniert ja. So, dann haben wir sie alle platt gemacht. Hier ist Büro. Ich aber. Und einfach, weil mir die Vergiftung auf die Nerven geht, schmeiße ich jetzt ein Gegengift ein. Muss ja nicht sein.
Ich wünschte, man könnte in Gebäuden rennen. Das würde es so viel einfacher machen. So. Dann einmal heilen und den ganzen Scheiß wieder zurücklatschen. Fange ich mit Tanupto oder mit Octillery an? Ich lasse mal Muffin vorne. Sollten wir es brauchen, hat Muffin ja auch noch eine Wasserattacke. Nämlich Surfer. Surfender Muffin, unser fliegender Donut. So, Pyro. Was war jetzt überhaupt der Sinn dieser Rätsel, ne? Von wegen, ja, wenn du richtig antwortest, brauchst du nicht kämpfen. Wenn du falsch antwortest, musst du halt kämpfen. Und weil du ja kämpfen musst, sind deine Pokémon beim Arenaleiter bestimmt nicht mehr voll. Ja, weil man nicht ins Pokécenter rennen kann. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuereiler parat halten. Ich hab Hyperheiler. So, Pyro, du hast ein Hunduster. Das ist ein Feuer-Pokémon. Wow, und das ist Level 42. Das ist ein guter Anfang. Geht Pyro sogar bis Level 49 hoch? Und das wäre ein bisschen übertrieben. Ich hoffe nicht, dann hätte ich mich vorher trainieren sollen. Flamara, das ist auch ein Feuer-Pokémon. Hey Pyro, hör auf, Pokémon einzusetzen, die sogar hier richtig sein könnten. Level 47, eieiei. Ich meine, wir haben Glück, Flamara ist von den Evoli-Entwicklungen quasi nur das Schwächste. Also gar nicht mal so schlimm, jetzt, dass er Flamara hat. Da hätte ich von einem Nachtara oder einem Psyana doch mehr Angst. Oder von einem Aquana. Aquana ist ziemlich stark. Was hast du noch? Duflor. Okay, Duflor ist kein Feuer-Pokémon. Nur Level 14. Jo, und das auch bleibt Mensch. Also bisher läuft da quasi so gut wie Kora. Und Enteron. Na gut, damit. Ich merke an Enton, das ist wirklich ein bisschen blöd. Da habe ich nichts, was ich einsetzen kann. Wie viel Schaden macht Stärke? Oh, na okay, es war ein Crit, aber das könnte dann jetzt auf jeden Fall reichen. Und wenn es reicht, dann war das ein erstaunlich einfacher Kampf. Okay. Okay. Das war einfach. Der Vulkanon steigert die Spezialfähigkeit deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. 38. Flammensturm normalerweise, glaube ich, ne? Feuersturm, meine ich. Ist die mächtigste Feuerattacke, allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Es ist nicht die mächtigste Feuerattacke. Es gibt stärkere. Wo ich jetzt gerade überlegen muss, gab es damals für dich schon stärkere in der dritten? Mir fiel jetzt einfach spontan Kreuzflamme ein, aber das gab es erst in der fünften. Flammenblitz, aber den gab es erst in der vierten. Wie war das denn in der dritten? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, genau. Hey, wenn das nicht Pelli ist, ich bin's Bill, lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein Pokémon-PC-System. Nun hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wär's? Nein, später. Ich will mich erst... Ich warte am Pokécenter, ja, das ist schön. Hol mich ab, wenn du dein Geschäft erledigt hast. Ja, ich will mich nämlich noch einmal heilen vorher. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das... Nee, doch, das Pokécenter funktionierte. Der PC funktionierte, glaube ich, nicht. Irgendwas war jedenfalls da auf Island 1, das weiß ich noch. Irgendwie gab es da eine Einschränkung.
Jetzt sind wir bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. So. Los geht's. Lass mich warten lassen. Ja, lass uns losgehen. Wo kommt dieses Schiff plötzlich her? Scheint, dass das Schiff von meinem Freund, dass das Schiff meinem Freund auch angekommen ist. Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um uns abzuholen. Okay. Wir sind da, das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Es ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Entschuldigung. So eine andere Pokus hinter Musik. Hallo Celio! Will ich gar nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeiten? Oh, warte mal. Rally, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Ach, noch so einer von der Sorte. Immer diese PC-Freaks. Celio, das ist Pelli, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Champ. Jo, das schaffen wir. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts fürs Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Es läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mal sehen. Moment noch. Ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Belly, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Wow, da war jemand sehr kreativ. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für Seltensteine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Naja, ich könnte ihn auch nach Höhen schleppen. Da freut sich Professor Cosmo bestimmt drüber. Cosmo? Cosmos? Irgendwie so hieß der. Berlin, nimm dies mit, damit du noch Island 2 gehst. Tripass erhalten. Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Wow, diese Namensgebung. So ultra kreativ. Und die Karte wurde erweitert. Ja gut, das ist nützlich. Ich treffe dich später. Richte dem Typen einen Gruß von mir aus. Och nee, kommt jetzt nicht die... Ich erinnere mich, was jetzt kommt. Glühweg. Hier kann ich noch ein Pokémon fangen. Ach, wisst ihr was? Ich habe momentan überhaupt keine Lust, Pokémon zu fangen. Muss ich ehrlich sagen. Wir haben noch einige auf den Boxen. Exakt bin ich mit meinem Team da sowieso sehr zufrieden. Sollte ich mal welche brauchen, kann ich einfach noch zurückkommen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass uns so schnell die Pokémon ausgehen werden. So, wollen wir mal sehen. Da ist ein Zerschneiderbaum. Was haben wir dahinter? Leber. Gut. Kann man verkaufen. Wobei, muss mal kurz sehen. Oh, Tafelwasser. Dann nehme ich mal direkt mal 20 mit. Oh, ich verkaufe dir auch direkt mal den Leber. Den brauche ich nämlich nicht. Hier hast du ein Stück Leber. B-Leber, passend zur A-Leber, C-Leber und auch vor allen Dingen die F-Leber. Ja, E und D gibt's nicht. So, dich habe ich gesucht. Wo bist ihr mal heute? Genau, um diese Zeit bringt sie mir mein Mittagessen. Hm, du da, bist du ein Freund von Irma? Wer ist Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß, sie sieht mir ähnlich. Was ist drin? Was wäre, wenn Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche sie auf Island 3. Hä? Hm. Hm? Ist das die Spielhalle? Wie tief kann man eigentlich sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey, du, ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du... Was? Hallo, Tri? Okay.
Achso, das ist eine 2. Beweg dich und nimm deinen Dreckschleuder vom Motorrad mit. Wer fährt doch einfach mit einem Motorrad ins Haus rein? Na, oh, hab dich. Diese Inseln sind verwirrend. Okay. Sieh das nur an, dieser Haludri hat meinen Teppich abgenutzt. Ah, ja. Haludri. Okay. Kapkanze. Könnte ich auch noch hochgehen. Da sind noch ein paar Trainer und da ist der Attackenlerner. Ich gehe mal hoch. Ich guck mir erstmal an. Oh, das war schnell. Ah, nee, die Trainer waren gar nicht. Die waren woanders. Ach, das war's. Das Meditalis? Nein, das Meditalis. Ach, muss das Pokémon vorne sein? Ich könnte Muffin Lohe Kanonade beibringen. Es wäre definitiv stärker als... stimmt, Lohe Kanonade ist auch stärker als Feuersturm, also hat Pyro gelogen. Ja, könnte ich machen, lasse ich aber. Weil Lohe Kanonade funktioniert ja auch wie Hyperstrahl, also danach eine Runde aufladen, das will ich eigentlich nicht. Was ich gerne hätte, wäre ein Flammenwurf. Aber, naja, den müssten wir halt eher durch Zufall finden. Das war keine Absicht, ich habe auf 1 gedrückt. 3. So. Wollt ihr kämpfen? Nö. Okay, langweilig. Ist hier was los? Was machst du denn hier so? Okay, ich glaube, da kommen wir jetzt irgendwann anders durch. Island 3. Okay. Gehen wir mal dahin. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Ja, ich bin hier gerade angekommen. Die Sevi-Eilande gehören gar nicht offiziell zu Kanto? Interessant. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihrem Motorrad alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du sollst uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch was. Du Feigling, im Rudel so stark. Hi. Was dachtest du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du vielleicht was zu sagen? Hi. Ey, dein Mund gefällt mir. Du willst Geld an mich verlieren? Ich wollte doch nur Hallo sagen. Biker Schläger. Ist Schläger dein Name? Vor- oder Nachname? Schaufler. Ich glaube, Schaufler ist gegen diese Voltoball hier auf jeden Fall perfekt. Genau deswegen. Entweder sie machen Finale und treffen nicht, oder aber sie machen kein Finale und sie werden dann durch den Schaufler geplättet. Klingt nach einem Plan. Und hier wird der Wechsel sogar noch in der gleichen Runde vollführt. Das ist auch mies. Jo. Ein Schaufler, 2 Pokémon besiegt. Nicht schlecht. Ja, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto, sollst du auf unserer Seite sein. Was hat das damit zu tun? Nur weil ich aus Deutschland komme, bin ich auch nicht auf der Seite der Nazis, die aus Deutschland kommen. Was ist das also für ein Bullshit? Und ja, natürlich, weil das offensichtlichste Beispiel. Lebt dir sogar noch. Dustin Tacher lebt ja noch. Einfach nochmal Psychokinese, so Overkill. Sie hat Tentacher Level 38. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das früher entwickelt. Was ist los mit dir? Worüber regst du dich auf? Du bist sowas von uncool.
Och, komm schon, die muss ich jetzt nicht alle einzeln besiegen, oder? Hört auf, Zeit zu fressen. Mushas. Psychokinese. So, kommt jetzt bitte den Boss, dann können wir das heute noch abschließen. Was, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich will sagen, du bist, dass du genug angerichtet hast. Was bist du, ihr Freund oder was? Wieso ihr Freund? Ist das ein Mädchen da oben? Ich dachte mal, es wären die männlichen Sprites. Glatzkopf Baul. Mit einem Amaldo. Ich gehe mal auf Dauerstation. T-Kraft. Okay. Das macht irgendwie auch nicht so viel Schaden, wie ich mir gewünscht hätte. Aber ich sehe sogar, das ist Level 39, das Pokémon. Okay. Oh, nee. Muss das sein? Vielleicht macht das ja mehr Schaden. Ich glaube es zwar nicht, aber unwesentlich. Dann bleibe ich trotzdem bei Psychokinese. So geht's ein bisschen schneller. Level 41. So, eins hast du noch. Lorok. Okay. Wow, Amaldo und Lorok. Geiles Team. Nur nicht für uns. Okay, Sandwelle. Ich hätte auch Schaufler machen können. Dann hätte es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, hätte es ziemlich sicher mit dem ersten Schlag gereicht, aber. Ich wollte es mit Psychokinese versuchen. So, fertig. Tschüss, verschwinde. Ja, geh nur und häng mit diesem Typen ab. Schön. Hier machen wir dann aber erst das nächste Mal weiter und ja, bis dahin. Ciao.